Wenn ihr euch für das Thema Zinkenverbindungen interessiert, dann bleibt dran, denn heute geht es um Zinken, egal ob maschinell oder von Hand gemacht. Diese Woche drehte sich bei mir einiges um das Thema Zinken. Ich habe für Holzwerken auf meinem Blog einen Artikel geschrieben zum Thema, habe ich euch unter dem Video verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ich habe den Online-Kurs gestartet, den neuen, ein Hängeschränkchen, bei dem der Korpus gezinkt ist. Und ich dachte mir, reden wir doch mal über das Thema Zinken. Ich mache gerne Zinken, weil ich der Meinung bin, eine Zinkenverbindung ist eine richtig tolle Verbindung. Sie sieht nicht nur toll aus, sondern lässt sich auch sehr einfach verleimen. Aber nicht jede Zinkenverbindung lässt sich sehr einfach verleimen. Es gibt da auch Problemfälle. Ich mache Zinken von Hand und maschinell. Ich will mich da nicht festlegen. Ich mache halbverdeckte Zinken sehr gerne mit einem Zinkenfräsgerät, zeige ich euch nachher. Und offene Schwalbenschwanzzinken wie die hier, die mache ich dann lieber von Hand. Das hat auch seinen Grund, auch dazu noch später mehr. Auch im Oberfräsenkurs, der jetzt am Wochenende wieder stattfindet, wird gezinkt mit einem Zinkenfräsgerät. Und da machen wir so ein gezinktes Kästchen. Auch wieder halbverdeckte Zinken. Halbverdeckte Zinken haben einige Vorteile. Zum einen ist es eine Verbindung, die sich sehr leicht verleimen lässt. Ihr braucht da wirklich nur Leim anzugeben, wenn alles passt, die Verbindung zusammenzuklopfen und dann hält das. Auch dieser komplette Korpus hier ist noch nicht verleimt, der ist schon stabil, da wackelt nichts. Da kann man also, ohne dass das Teil verleimt ist, dran weiterarbeiten und kann zum Schluss alles verleimen. Alles schön fest. Und wie man hier auch sieht, wenn man die Nuten in die richtige Position bringt, an die richtige Stelle bringt, hier für die Rückwandnut, dann sieht man von außen dennoch keine Nut, ohne dass man irgendwie Einsatzfräsen machen muss. Das finde ich gerade bei den halbverdeckten Zinken ein Riesenvorteil. Auch bei dem Kästchen hier ist es so gemacht, dass die Bodennut einfach durchgefräst, sie ist an der richtigen Stelle untergebracht und dann funktioniert das, dass ihr von außen nichts seht. Bei offenen Schwalbenschwanzzinken geht es nicht so gut. Es gibt zwar die Möglichkeit, die letzte Zinke auf Gärung abzusetzen, auch dann könnt ihr eine Nut oder ein Profil durchfräsen, aber das ist relativ aufwendig. Und es sieht auch nicht immer gut aus, muss man auch dazu sagen. Hier sieht man das an dieser kleinen Schublade aus meiner Werkzeugtruhe, dass die untere Ecke auf Gärung abgesetzt. Dadurch kann die Bodennut durchlaufen. Aber wenn man von vorne schaut, sieht man, dass hier unten einfach eine Zinke fehlt. Das Zinkenbild läuft halt nicht durch, weil man eben Platz für die Gärung und die Nut braucht. Und dann gibt es noch falsche Zinken. Das hier ist ein Kästchen aus dem Online-Kurs gefräste Eckverbindung. Da zeige ich, wie das gemacht wird. Da werden die Zinken nachträglich eingefräst und dann wieder ausgeleimt. Das bringt nicht nur Stabilität, sondern auch eine schöne Optik. Denn man fragt sich so ein bisschen, wie ist das gemacht? Die Zinke wirkt viel breiter, als die Materialstärke dick ist. Aber es funktioniert, wenn man weiß wie. Das wären also falsche Zinken. Ich weiß, viele von euch sind Fans von Fingerzinken. Ich kann mich für Fingerzinken weniger begeistern. Hier ist ein Musterstück von einem Regal, das ich vor langer Zeit mal gemacht habe. Hat sich auch extrem verzogen, weil es nicht verleimt ist. Ich finde, Fingerzinken sind schwierig zu verleimen. Sie sind einfach in der Herstellung, aber das Verleimen hat seine Tücken. Denn man muss ja viele Ecken zusammenbringen. Man muss Pressdruck draufbringen. Und das ist schwierig. Wenn ihr auf eine solche Ecke hier Pressdruck draufbringt, also neben die eigentliche Verbindung, neben die Zinken, dann drückt sich ein Korpus gerne mal krumm und dann geht die Verbindung hier auf. Bringt ihr direkt auf die Zinken euren Pressdruck, dann müsst ihr die ganze Fläche minimal überstehen lassen, damit eure Zinken dicht werden und das müsst ihr nachher wieder wegmachen. Also das sind Gründe, die für mich gegen Fingerzinken sprechen. Jetzt aber zu der Frage, maschinell gemacht oder handgezinkt. Auch hier unterscheide ich für mich wieder. Halbverdeckte Zinken lassen sich maschinell wirklich hervorragend herstellen. Da beide Teile zeitgleich gefräst werden, die liegen dann so im Zinkenfräsgerät und ihr fahrt dann die Schablone mit einem Zinkenfräser ab, alles in einem Rutsch und dann könnt ihr das zusammenstecken. Bei den offenen Schwalbenschwänzen
sieht das maschinelle Fräsen etwas anders aus. Die Zinkenfräsgeräte, die ich kenne und die ich bisher gesehen habe, arbeiten dann mit zwei Fräsern. Einmal einem Zinkenfräser, einem Gradfräser, der diese Schwalben hier fräst, und ein gerader Nutfräser, der die Zinken fräst. Ihr müsst also eure Oberfräse zweimal rüsten und je nach Zinkenfräsgerät sogar die Schablone wechseln. Da muss man sich einfach fragen, was geht schneller? Den Aufwand mit dem Zinkenfräsgerät betreiben für eine oder zwei Schubladen oder das Ganze von Hand machen. Ich mache offene Schwalbenschwanzzinken lieber von Hand. Ich bin da mittlerweile geübt. Ich mache es oft und dann geht eine Schublade, so eine normale Schubladengröße, in etwa einer Stunde. Dann ist die gezinkt, inklusive Anreißen und Nacharbeiten. Wenn man es gut drauf hat, kann man sich die Nacharbeit eh sparen, dann passt das nach dem Zusammenklopfen. Das ist eine reine Übungssache. Ihr braucht allerdings die passende Säge und auch die passenden Stemmeisen. Da habe ich mal drei Sägen hier hingelegt, mit denen ihr Zinken schneiden könnt. Natürlich könnt ihr das mit jeder Säge machen. Ich musste in meiner Lehrzeit das Ganze mit der Gestellsäge machen. Zum Glück muss ich das heute nicht mehr und kann mir die Säge aussuchen, mit der ich gerne arbeite. Aber in der Lehrzeit war das noch so. Da durften wir keine Japansägen oder geschweige denn sonstige Sägen benutzen. Wir mussten mit dieser Gestellsäge arbeiten. Heute habt ihr die freie Auswahl. Die meisten von euch werden die Japansägen bevorzugen. Und da würde ich euch empfehlen, schaut mal nach den kurzen Modellen. Die lassen sich gerade für so feine Arbeiten viel leichter führen, viel einfacher führen. Und eine Dosuki mit Rücken ist auch stabil. Da könnt ihr prima damit zinken. Ich persönlich mag die klassischen Zinkensägen, wie sie aus England und USA kommen. Das wäre ein Einsteigermodell von Veritas, eine tolle Säge. Kann ich nur jedem Anfänger empfehlen. Da könnt ihr auch das Schärfen gut lernen. Dann meine Lieblingssäge fürs Zinken ist diese hier. Die ist von Lee Nielsen, etwas teurer als die Veritas, mit einem ganz dünnen Blatt. Eine recht aggressive Zahnung, die geht sehr schnell. Und was man hier auch sieht, das Blatt ist trapezförmig, hinten schmaler als vorne. Das hat den Vorteil, wenn man am Sägen ist und schaut vorne auf den Riss, dann passiert es nicht, dass man hinten schon zu tief sägt, weil die Säge dort eben nicht so tief ins Holz eindringt, weil das Blatt trapezförmig ist. Genau andersrum ist bei den Japansägen. Wenn ihr da sägt, achtet bitte auf die Sägelinie, nicht auf den Rücken. Man tendiert dabei immer dazu, den Rücken gerade zu halten. Wenn ihr das bei der Japansäge macht, die ja vorne größer ist, breiter ist als hinten, dann sägt ihr hinten schon zu weit. Das ist also eine Gefahr bei der Japansäge, die Lee Nielsen hier bei diesen Sägen eliminiert hat, einfach durch die Blattform. Allerdings sollte man, wenn man sich solch eine Säge kauft, auch schon ein bisschen Erfahrung mit dem Schärfen haben. Aber das ist auch kein Hexenwerk. Wenn es euch interessiert, schaut mal in einen Online-Kurs zum Thema Schärfen. Da zeige ich auch, wie man Handsägen schärft. Vorteil dieser sogenannten westlichen Sägen ist für mich, es sind reine Längsschnittsägen. Sie arbeiten viel schneller als eine Standard-Japan-Säge, die in der Regel eine Universalbezahnung hat und wesentlich langsamer arbeitet. Dann solltet ihr euch noch ein paar Gedanken über die Stemmeisen machen. Ich mag, wie bei der Japansäge, auch lieber die kurze Variante, auch bei den Stemmeisen. Und ich mag Stemmeisen, bei denen hier diese Seitenphase bis fast null runtergezogen wird. Damit kommt man beim Zinken besser in die Ecken und kann hier mit der Spitze dann auch sehr schön die letzten Späne noch aus der Ecke holen. Dann noch ein Tipp, wie ihr hier diese Innenseite bei den handgezinkten Verbindungen schöner hinbekommt. Wenn ihr an das Schwalbenteil einen Falz anhobelt, der etwa einen halben Millimeter bis einen Millimeter tief ist und so stark wie das Teil, das da dran gesetzt wird, dann überlappt sich das hier und eure Ecke wird innen schön dicht. Das habe ich auch vor einiger Zeit mal in einem Blogartikel ganz im Detail gezeigt, verlinke ich euch unter dem Video. Probiert das mal aus, ihr müsst aber dann die Falztiefe berücksichtigen, wenn euer Außenmaß euch wichtig ist, zum Beispiel bei Schubladen. Dann noch zu den Zinkenfräsgeräten. Das ist das Gerät, das ich gerne verwende, schon seit einigen Jahren. Ich habe euch einen Artikel dazu verlinkt, auch wieder unter dem Video.
habe es aber inzwischen etwas umgebaut. Es ist nicht mehr im Originalzustand, weil es bei mir schon etwas gelitten hat über die Jahre. Auch zum Umbau habe ich euch einen Artikel verlinkt. Was habe ich gemacht? Ich habe die Sternschrauben hier ausgetauscht gegen diese Hebel. Da hat man einfach mehr Kraft. Und ich habe diese Stockschrauben hier auch ausgetauscht, weil sie bei mir mit der Zeit ausgerissen sind. Seht ihr aber alles in dem Artikel. Dann habe ich hier noch eine Platte drunter geschraubt mit zwei Klemmhebeln. Hier sind Muttern drunter. Damit kann ich das Zink-in-Fräs-Gerät auf den T-Nut-Schienen meiner Werkbänke festmachen. Das geht wunderbar. Und damit arbeite ich schon seit einigen Jahren, benutze es auch im Kurs. Hat auch bisher immer gut seine Dienste getan. Kostet um die 140 Euro in dieser Ausstattung, ohne die Hebel natürlich. Die müsst ihr dann, wenn ihr das umbauen wollt, noch nachkaufen. Ihr braucht für so ein Zink-in-Fräs-Gerät keine starke Oberfräse. Im Gegenteil, eine kleine handliche Oberfräse ist da viel besser geeignet. Ihr habt auch nicht unendlich Platz auf diesen Geräten. Also große Maschinen passen ohnehin nicht drauf. Das ist eine Maschine mit 1000 Watt. Worauf ihr unbedingt achten solltet, ist, dass eure Oberfräse eine sehr gute Feineinstellung hat. Ihr müsst beim Zinkenfräsen oft ganz fein nachjustieren, denn mit der Frästiefe bei den halbverdeckten Zinken bestimmt ihr, ob eure Verbindung stramm oder locker geht. Diese Maschine hat hier eine Feineinstellung nachgerüstet. Das funktioniert wunderbar und da kann man wirklich auf halbe Zehntel genau einstellen. Selbst gebaut ist auch diese Absaughaube hier. Die kann man hier einschieben und festklemmen. Und dann kann ich die Späne unten absaugen, genau da, wo sie entstehen. Ganz simpel gebaut, habe ich euch auch unter dem Video verlinkt. Da gibt es einen Artikel von mir, da sind auch die, steht auch drin, wo ihr dieses Kunststoffteil bekommt. Kann ich nur empfehlen, auch bei anderen Fräsgängen, wo die meisten Späne unten entstehen, kann man das einfach montieren und dann hier absaugen. Ich mag diese einfachen Zinkenfräsgeräte wie dieses hier sehr gerne. Da habt ihr zwar wenig Einstellmöglichkeiten, ihr habt ein festes Raster und feste Abstände zum ersten Zinken, aber damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Der Vorteil ist, da ihr wenig Einstellmöglichkeiten habt, ist das Gerät auch wirklich schnell einsatzbereit. Ich weiß, es gibt wesentlich komplexere Geräte mit mehr Einstellmöglichkeiten, da kann man wirklich alles einstellen. Da müsst ihr euch halt überlegen, was euch lieber ist. Wollt ihr ein Gerät, das schnell einsatzbereit ist? Oder ein sehr flexibles Gerät, wo ihr vielleicht mehr Probefräsungen machen müsst. Und das eingesparte Geld könnt ihr noch in eine zusätzliche Oberfräse investieren. Da habt ihr dann immer euren Zinkenfräser drauf und wenn ihr mal ein paar Kästchen machen wollt, dann geht das wirklich schnell. Ihr habt alles einsatzbereit. Ist meiner Meinung nach die sinnvollere Lösung, denn ich kenne so einige Holzwerker, die zwar ein sehr teures Zinkenfräsgerät haben mit vielen Möglichkeiten, es aber nur selten nutzen, weil eben diese Einstellarbeiten so kompliziert sind. Da finde ich es besser, ihr habt ein einfaches Gerät, die Fräse ist immer einsatzbereit und innerhalb von ein paar Minuten habt ihr das Ganze am Start und könnt loszinken. Aber wie gesagt, müsst ihr selbst entscheiden. Soviel also zum Thema Zinken. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Infos geben, vielleicht ein paar Anregungen geben. Probiert mal so ein Zinkenfräsgerät aus. Es ist wirklich eine tolle Verbindung. Man sieht ja hier, wie stabil das bereits ohne Leim ist. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie einfach das zu verleimen ist. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit anderen Zinkenfräsgeräten. Es würde mich interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr lieber von Hand zinkt, ob ihr ein Zinkenfräsgerät benutzt. Wenn ja, welches? Vielleicht habt ihr auch selbstgebaute Vorrichtungen. Ich bin nicht so der Vorrichtungsbauer. Ich kaufe dann lieber die Sachen und arbeite an meinen Möbeln. Aber auch da tickt jeder anders. Und damit möchte ich mich für diese Woche von euch verabschieden. Habt viel Spaß in eurer Werkstatt. Vielleicht macht ihr ein paar Zinken.